ready. Und losfahren. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until waren gut. Da hatte ich echt. Bei dem Einspruch hast du richtig geil quer gemacht. Oh. Hier vorne gleich. Hier wieder? Ja. Ah, obwohl, geht nicht so geil wie letztes Mal, weil ich jetzt so ein bisschen weiter rechts abspringe. Und da ist so eine kleine Doppelkante. Da traue ich mich nicht so richtig abzulegen, weil ich Angst habe, dass ich mit dem Vorderrad nochmal anditsche und dann. Ui. Also eine kleine Weichwurst. Ja. Ja, weil ich habe den Kompromiss jetzt gemacht, entweder links abspringen oder richtig quer machen, aber dafür komme ich dann beschissen auf die nächste links zu, weil ich von viel zu weit innen anfahre. Oder halt ein bisschen weniger quer, dafür aber schön in einem Zug durch. Halt Kompromisse machen. Motocross besteht aus Kompromisse. Mhm. Ja, vor allen Dingen auf so einer kaputten Strecke, ey. Aber Boden ist viel besser als letztes Mal. Tausendmal besser. Ist echt griffig. Genau so griffig, dass das Motorrad nicht dreckig wird. Aber auch nicht staubig. Mir ist jetzt warm. Ja? Ja. Boah, die Gabel habe ich so geil eingestellt jetzt. Also jetzt finde ich echt, jetzt ist richtig geil. Nochmal weiter rausgeschoben und weniger Differenz zwischen oberer Kammer und unterer Kammer und die Klicks anders, also weicher. Weicher dafür weniger Differenz, also weniger ansprechend verhalten, weil wenn man die Luftgabe hier, vorher hatte ich zwischen oben und unterer Kammer 1,2er Differenz, heißt die Gabel zieht sich zusammen. Die untere Kammer zieht quasi die Gabel zusammen und vorher war das mir, hat die mir die zu doll zusammengezogen. Deswegen habe ich jetzt nur 0,7 Bar Differenz. Habe ich alles verstanden. Ja, sehe ich auch ja. So. Und jetzt steht es ein bisschen besser, ein bisschen besseres Niveau. Ja. Vorher war sie zu tief. Ja. Hast du eindeutig auch gesehen. Zweite Session. Könnte durchaus sein, dass ich eine Runde vergessen habe. Alter, es ist so scheiße, bis 4 zu zählen beim Fahren. Diesmal bin ich ja da oben, ich würde dann noch ein Video machen. Ja. Ey, das ist so, es kommt ein einfach, da weicht man einmal mit dem Gedanken zum Fahren ab und dann weiß man nicht mehr, scheiße, wie viele Runden bin ich denn jetzt gefahren? Gibt es ja nicht so auf dem Monitor, dass man das so einstellen kann? Mhm. Monitor, na ja, klar. Wann vorne bei dir irgendwie. Das ist ja das Anzeigen irgendwie. Boah, nur 2,8er hier gefahren. 2,8, 5, 2,8, 0, 2,8, 9, 2,8, 4. Kranke Scheiße, ey. Letzte Woche bin ich 2,12 gefahren. Naja, da war halt staubig wie Schwein.
Oh, die zweite war aber nochmal richtig gut. 278. Oh, mal ein bisschen Bike-Prep. Weil ich bin gerade hingefallen. Einmal auf die Nase gelegt. Und der Hebel war krumm. Was? Okay, cool. Banane, wo bist du? Hä? Ich such die Banane. Ich hab verstanden, mein Name, wo bist du? Banane. Schön. Da ist die Banane. Spaß. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall einen Airfilter changen. Machen wir einfach neu. Dann haben wir die Macht. Könnte man sogar, glaube ich, noch mal drehen, aber ach egal. Lieber mal öfters einen Luftfilter wechseln als einen Motor festfahren. So ein Luftfilter kostet ja nur nicht so viel wie ein kaputter Motor, ne? Richtig. Sauberkeit ist das A und O. Beim nächsten Kerschergang muss ich mal wieder hier den ganzen Kasten sauber machen. Das sieht ja aus wie Schwein. So, müssen wir eigentlich Kette spannen? Meinst du, wir müssen Kette spannen? Ja, ein bisschen müssen wir die Kette tatsächlich spannen. Aber erstmal sauber machen und einsprühen. Der war ein bisschen lose. Boah, ey, was ist denn? Die Winde ist schon wieder so scheiße. Ja, haben wir alles gemacht. Ah, tanken müssen wir noch. Bleiben wir stehen. I got nightmares in my head, I feel the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. Not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel
thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to feel just good enough now.